Ich bin heute Morgen mit Itzi und Fanny ein paar Kilometer mit dem Auto zu einem wunderschönen Steinbruch gefahren, der hier bei uns in der Nähe am Rande des Siebengebirges ist. Und meine liebe Kollegin Steffi hat hier zwei Caches für meine Hunde versteckt. Und ich möchte mal gucken, wie gut die beiden mittlerweile in der Suche sind. Und wir laufen jetzt los, den Berg hoch. Und ich habe mein GPS-Gerät dabei, die Koordinaten habe ich, aber nur die groben Koordinaten. Und ich werde mal schauen, ob die beiden fündig werden. Geocaching ist einfach, im Geocaching ist der Hund eigentlich zu Hause in seiner Welt. Ich bin mit meinen Hunden in der Natur, wir machen ruhige Sucharbeit, der Hund ist ausgelastet und kann seine Nase einsetzen, ist total entspannt in dem, was er tut. Der Mensch selber lernt im Geocaching das Wesen seines Hundes nochmal ganz anders kennen und lernt auch die Fähigkeiten seines Hundes zu nutzen. Und das Ganze dient einfach langfristig dazu, die Beziehungsqualität zu verbessern. Und ist halt im Leitwolf-Training ein ganz, ganz wichtiger Teil der Teamarbeit geworden. Ich gebe gerade die Koordinaten des Caches in mein GPS-Gerät ein. Das Gerät hilft mir, in die Nähe des Caches zu kommen, weil ich habe ja keine Ahnung, wo er genau liegt. Und in der Nähe des Caches kann ich dann meine Hunde ansetzen mit einem Kommando, weil die beiden auf den Geruch konditioniert sind, der in dem Cache versteckt ist, sodass die beiden am Ende mit mir zusammen den Erfolg haben beim Suchen. Spitze! Das ist einer von diesen kleinen Caches, die wir präpariert haben. In dem Fall ist das ein leeres Schneckengehäuse. Unten dran ein kleiner Paddling geklebt mit dem Geruchsträger, mit dem Geruchsstoff und einem kleinen Logbuch. Diese Schnecke liegt dann hier irgendwo in den Steinen versteckt. Und ein Mensch würde überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass das ein Cache ist, weil hier könnten etliche andere Schneckenhäuser rumliegen. Da der Hund aber auf diesen Geruch konditioniert ist und motiviert ist, dieses Ding zu finden, also diesen Geruch zu finden, zeigt er mir auch den Cache punktgenau an. Also wer es nicht abwarten kann, endlich damit anzufangen, der sollte mal auf leitwolf-geocaching.de nachschauen. Da sind die Sabine Wolters und die Steffi Korb, die ersten Kurse anbieten im Geocaching. Und nach werden auch Trainer aus unserem Netzwerk das deutschlandweit anbieten. Seminar besuchen, den Einstieg schaffen, loslegen, Spaß haben.